Mobbing bedeutet für mich, dass ich an diesem Platz, an dem Arbeitsplatz nicht erwünscht bin und es keine Möglichkeit gibt, in einem fairen Gespräch dieses zu klären. Mobbing erinnert mich an das Gefühl, verloren zu sein und nicht mehr zu wissen und ahnungslos und machtlos zu sein, damit umzugehen. Mobbing bedeutet für mich, dass ich an diesem Arbeitsplatz nicht mehr erwünscht bin und meine Visionen und meine Freude zunichte gemacht werden. Mobbing bedeutet für mich übergangen werden und in den Ideen nicht gehört werden. Ich sehe Mobbing als eine Art virtuelle Isolationshaft, die sehr qualvoll sein kann. Mobbing bedeutet für mich Hilflosigkeit, Desorientierung, Einsamkeit. Mobbing bedeutet für mich unheimlich bzw. heimlich ausgeschlossen zu sein und unverbunden zu sein mit den anderen. Mobbing bedeutet, einen Menschen dermaßen zu demontieren, dass er sein Selbstvertrauen verliert und unfähig ist zu reagieren. Man kann heute sagen, dass das, was man unter Mobbing versteht, einfach eine Konfliktsituation ist, gar nicht was Besonderes. Aber mit einigen Spezifika, mit einigen Besonderheiten, nämlich es ist oft, dass mehrere Personen gegen eine sich zusammentun und die dann irgendwie in Bedrängnis bringen. Also am Anfang ist es tatsächlich so, dass man sagt, gut, wir übergehen die manchmal, wir geben ihr bestimmte Informationen nicht. Oder wir befragen sie auch nicht, sodass sie mehr und mehr zu einer Randperson wird. Aber dieses Vorenthalten von Informationen oder ihr bestimmte Aufgaben zuzuspielen, die die anderen nicht mögen oder die nicht sehr geschätzt werden. Experten zufolge ist Mobbing auch in Österreich weit verbreitet und sowohl ein großes menschliches als auch wirtschaftliches Problem. Denn wird der Arbeitsplatz zum Tatort, dann werden nicht nur Beziehungen und Betriebsklima, sondern auch die Produktivität und Motivation aller am Mobbing beteiligten Personen nachhaltig gestört. Angst, Misstrauen und Demotivation prägen dann das Betriebsklima. Frau S. bezeichnet sich selbst als Mobbing-Opfer. Wir treffen sie an einem neutralen Ort. Erkannt möchte sie nicht werden, auch deshalb, weil ihr Fall vor dem Arbeitsgericht anhängig ist. Ich war immer so ein bisschen die Mama in meiner Abteilung. Ich habe die jüngeren Kolleginnen protegiert, was gegangen ist. Habe immer geholfen, habe entlastet, war auch privat da. Es war sicher ein Teil, nicht nur ein Teil meines Lebens, es war ein Teil meiner Identität. Ich habe sehr viel persönliche Nähe gehabt zu dem, was ich gearbeitet habe, was ich auch mit den Menschen zu tun gehabt habe. Ich habe mich wirklich berufen gefühlt dazu. Was ist aber passiert, dass Frau S. von einer an sich beliebten und hilfsbereiten Kollegin schließlich mehrheitlich von ihren Kolleginnen abgelehnt wurde? Begonnen hat alles mit der neuen Chefin in ihrer Abteilung. Ich war zu dem Zeitpunkt schon sehr überarbeitet. Das hat man auch gewusst, dass ich weit über meine Grenzen bereits bin. Und ja, ich wollte einfach mit der neuen Chefetage für die Zukunft bessere Bedingungen schaffen. Für alle, natürlich auch für mich. So war das, dass ich versucht habe, die Arbeitskompetenz da ein bisschen anzuheben bei der neuen Vorgesetzten. Letzten Endes für mich ein Eigentor, da die Kollegen dann gegen mich angingen, weil sie das als unloyal und ich bin sabotiert worden. Ich bin wirklich in der Arbeit auch sabotiert worden. Die Situation spitzte sich immer stärker zu, bis Frau S. so verzweifelt war, dass sie sich sogar das Leben nehmen wollte und letztlich nach einem langen Krankenstand kündigte. Jedes Mal, wenn die Tür aufgegangen ist. Bei der Arbeiterkammer erkennt man das Problem Mobbing sehr gut, obwohl dieser Begriff im österreichischen Arbeitsrecht gar nicht existiert. Die Salzburger Arbeitsrechtlerin Dr. Gabriele Wonnebauer hat sich auf Mobbingfälle spezialisiert und kennt aus ihrer Beratungstätigkeit unzählige Mobbingfälle, die in den meisten Fällen für die Betroffenen eine schwere psychische und existenzielle Krise bedeuten.
Die meisten Betroffenen, die zu uns kommen, beenden das Arbeitsverhältnis. Die Folgen für den Arbeitnehmer sind aus unserer Erfahrung meist der Verlust des Arbeitsplatzes und gesundheitliche Probleme. Diese gesundheitlichen Probleme gehen von psychischen, das heißt Depressionen, dann Schlafstörungen und diverse Krankheiten, hauptsächlich Herz-Kreislauf-Magenprobleme. Wirtschaftliche Folgen hat der Arbeitnehmer natürlich auch hinzunehmen, denn je länger er im Krankenstand ist, umso geringer wird sein Einkommen und zum Teil hat der Betroffene auch noch medizinische Kosten zu tragen. In sogenannten Systemaufstellungen können die Entstehungsmechanismen und gruppendynamische Prozesse im Hinblick auf Mobbing gut dargestellt werden. Struktur, Vertrauen, Wissen und Vision sind elementare Grundmuster in Unternehmen, die wir brauchen, damit es gut klappen kann. Wenn wir keine Struktur haben, wird dauerhaft ein Chaos ausbrechen. Wenn es kein Vertrauen gibt, werden die Menschen nicht frei und gut arbeiten. Und wenn es keine Visionen mehr gibt, dann stagniert das Unternehmen. Das heißt, diese drei sind Geschwister, die gehören zusammen und die sollten wir alle haben. Die systemische Beraterin Renate Daimler arbeitet in ihrem Begegnungszentrum in Wien mit Managern, Studenten und Betroffenen und führt in spielerischen Aufstellungen ihre Teilnehmer in typische Mobbing-begünstigende Situationen. Systemische Defizite bei ungeklärten Arbeits- und Leistungsstrukturen führen häufig zu Mobbing, so die Expertin. Das Vertrauen einbrechen im Unternehmen und brecht einmal ein, brecht einmal ihr zusammen, das Gefühl. Und das macht genau das gleiche Bild. Und weil die Frustration durch Mobbing so groß ist inzwischen, wird auch Wissen nicht mehr geteilt. Also bitte brecht einmal hier auch zusammen. In allen Systemen geht es um Vertrauen, um Struktur und um Wissen und Visionen. Und in diesen drei Qualitäten, wenn man die als Grundqualitäten akzeptiert, kann man schauen, hat das Unternehmen eine Ausgewogenheit in diesen Qualitäten? Gibt es genug Vertrauen im Unternehmen? Gibt es genug sinnvolle Strukturen? Und haben wir überhaupt noch so etwas wie Visionen, denen wir folgen? Weil wenn eines wegkippt, dann habe ich nur noch einen schmalen Korridor, in dem Handlungsspielraum passiert. Und dieser große, weite Raum, den es eigentlich gibt und den wir haben könnten, der wird dann minimiert. Und wenn es nur noch eins gibt, wie zum Beispiel Struktur, oder wir haben Visionen, aber keine Struktur und kein Vertrauen, egal wer fehlt, Handlungsspielräume werden eng und das Unternehmen wird weniger Profit machen langfristig, weil es seine Mitarbeiter nicht bei der Stange halten kann. Ein weiterer mobbingbegünstigender Umstand entsteht nach Ansicht von Renate Daimler dann, wenn Leitungsfunktionen nicht klar definiert sind oder Hierarchieebenen nicht eingehalten werden. Wir sind so toll gewachsen und sind so groß mittlerweile, dass ich merke, ich komme ein bisschen an den Rand meiner Kapazitäten und ich habe mir überlegt, ich möchte jemanden einstellen von der Uni, der so einfach mich entlastet und auch für euch dann Ansprechpartner sein kann, weil ich habe so viel in den Ohren, das schaff's einfach nicht mehr. Wenn ein Unternehmen von der Pionierphase, also sprich, wir haben eine gute Idee, an der Stelle habe ich eine Bäckerei genommen, die von einer kleinen Landbäckerei zu einer Großbäckerei wird. Und wenn dann aus dieser Pionierphase ein Unternehmen in die sogenannte Differenzierungsphase kommt, dann braucht es andere Strukturen, weil es kann nicht mehr die Bäckermeisterin, die diese gute Idee hatte, das alles selber machen und sie braucht dann eine mittlere Führungsebene. Die Art und Weise, wie das dann eingeführt wird, das ist dann ein sehr heikler und heiliger Punkt, weil da müssen diese Bäcker und Bäckerinnen plötzlich mit jemand anderen reden und dürfen nicht mehr da so direkt nach vor starten und sagen, liebe Bäckermeisterin, trink mal Bier und red mal. So. Ich habe da eine Frage. Ja, natürlich, selbstverständlich. Sprich. Genau. Wie soll ich die Bäckersemmeln heute machen? Ja, okay. Das ist richtig, das müssen wir uns jetzt mal überlegen. Lass mal aber ein bisschen Zeit. Ich habe gerade noch was anderes zu tun. Ich komme aber auf dich zurück. Okay. Ja. Okay. Und du gehst zufrieden wieder zurück. Auch jemand, der irgendwas braucht, hier von den Bäckern und Bäckerinnen. Ja, ich hätte ganz gerne direkt den Lukas Frisch von der Universität gefragt,
was er sich eigentlich davon vorstellt, was er jetzt übernehmen wird. Den gesamten Betrieb, ist er jetzt der Geschäftsführer oder ist er für gewisse Bereiche zuständig? Macht er die Lieferungen, macht er den Einkauf, macht er das Personal? Okay. Also es ist alles ein bisschen in der Luft und ich denke, ich hätte gern Struktur. Da haben wir eine graue Eminenz. Das ist euch vorher schon aufgefallen. Sie führt hier, ohne dass sie sich von ihrem Platz wegbewegt. Ich unterstelle jetzt einmal, dass das wahrscheinlich die Schwiegermutter ist oder sonst irgendjemand von hier. Sie redet ganz unauffällig. Ganz, ganz klar hierarchische Texte. Drum macht er auch nichts, dass er da ist. Es spielt keine Rolle für Sie. Ja? Weil dieser Text, den Sie jetzt gesprochen haben, wo Sie sagt, na, fragen wir mal den Lukas, was er so machen möchte, ist ganz klar, dass sie hier eine heimliche Führungsrolle hat. Und was auch ganz klar ist, unsere Bäckermeisterin, die erlaubt, dass sie weiterkommt, hat jetzt bereits ihn als Führungskraft demontiert. Niemals, wenn du eine Zwischenhierarchie einziehst, dürfen dann diese alten Gewohnheiten weitergeführt werden. Ja, und wenn diese Ebene dann, die eingezogen wird, wenn das nicht klar gemacht wird, wenn das nicht wertschätzend gemacht wird, wenn diese Person nicht ausgestattet wird, dann auch mit dem Pouvoir, dann wird das fast sicher in einer Mobbinggeschichte enden, weil dann wird man sagen, die ist unfähig. Wir haben uns da jemanden geholt, das funktioniert nicht. Dass das Unternehmen selber viel dazu beigetragen hat, indem zum Beispiel in unserem Bild hat die Bäckermeisterin erlaubt, dass die alte Bäckerin, die schon so lange da ist, durfte zu ihr nach vorgehen und weiter mit ihr reden und durfte diese eingezogene Ebene ignorieren. Das darf niemals sein. Wenn ich eine zusätzliche Hierarchieebene einziehe, dann habe ich die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass das auch gelebt wird. Das ist eine wichtige Aufgabe und das gehört dazu als Grundhandwerkszeug in jedem Unternehmen. Es gibt also Mobbing auf allen Ebenen. Mitarbeiter mobben Führungskräfte, Führungskräfte mobben Mitarbeiter und Mitarbeiter mobben Kollegen. Seit über 20 Jahren widmet Universitätsprofessorin Christa Kolodej ihre gesamte wissenschaftliche Arbeit der Erforschung von Mobbing und dessen Mechanismen. Als weltweit anerkannte Wissenschaftlerin und Fachbuchautorin auf diesem Gebiet ist es ihr gelungen, den Begriff Mobbing auch in Österreich stärker zu etablieren und Klassifizierungen von Mobbingformen vorzunehmen. Generell muss man sagen, es gibt mehrere verschiedene Formen von Mobbing. Mobbing ist der Überbegriff einerseits für die Schikane in derselben Hierarchieebene. Wir haben dann den Begriff des Bossings vom Vorgesetzten, von der Vorgesetzten hinunter zu einem oder mehreren Untergebenen. Wir haben das Stuffing, mehrere Untergebene schikanieren einen Vorgesetzten. Und dann haben wir die Cyberformen, also die Schikane mittels der neuen Medien. Und es ist einfach so, dass das Bossing am häufigsten stattfindet. Also die Schikane vom Vorgesetzten zu einem Untergebenen findet am häufigsten in Österreich statt. Und Initiatorin Österreichs erster Selbsthilfegruppe für Mobbingopfer in Graz. Die Grafikerin von heute auf morgen rausgehört und heuer hat sie es gleich gemacht. Also der war unvorbereitet. Neben der Organisation von regelmäßigen Treffen der Mobbing-Selbsthilfegruppe nimmt sie sich heute auch für Einzeltermine Zeit und steht anderen Menschen, denen Ähnliches widerfahren ist, beratend und helfend zur Verfügung. Oft kommen die Betroffenen zu einem sehr späten Zeitpunkt. Erst wenn der Leidensdruck extrem hoch ist, das Mobbing bereits Monate andauert und durch den letztlich herbeigeführten Jobverlust existenzielle Probleme dazukommen, sind viele Menschen bereit, über das zu sprechen, was ihnen widerfahren ist. Die Erkenntnis, dann nicht alleine zu sein, hilft enorm. So die Erfahrung von Frau Bichler, die selbst lange Zeit sehr schwer unter den Folgen ihres eigenen Mobbings gelitten hat. Ich war selber zu meiner schlechtesten Zeit mehrmals sehr nah am Suizid. Weil mein Leben war vorbei. Ja. Ich habe keine Arbeit mehr gehabt, ich habe meinen Ruf verloren, ich habe meine Existenzgrundlage verloren, ich habe meine Gesundheit verloren, ich habe Kollegen verloren. Für mich war das Leben bei dem damaligen Zeitpunkt vorbei. Ich muss ganz ehrlich sagen,
95% aller Personen, die mit uns Kontakt aufnehmen, äußern Suizidgedanken oder geben sie ein bisschen später dann zu, wenn sie Vertrauen gefasst haben. Es ist so, dass das in der Regel bei den Menschen sehr spät wahrgenommen wird. Also viele halten sich schon so jahrelang in einer Mobbing-Situation oder Mobbing-ähnlichen Situation auf, dass das schon Normalstatus ist. Und wenn es dann sozusagen überhaupt nicht mehr geht mit den körperlichen Beschwerden und psychisch auch, dann finden sie erst in die Gruppe. Und da ist es einfach sehr oft schon zu spät, dass man noch was in Richtung positiven Ausgang im Außen initiieren kann. Bei unserem Gespräch mit Frau Bichler treffen wir einen weiteren Betroffenen. Herr Andreas Breininger hat sich vor kurzem entschieden, zur Selbsthilfegruppe zu kommen. Er wurde in seiner Firma von Anfang an durch seine direkte Dienstvorgesetzte gemobbt. Dass dem so war, bemerkte er erst recht spät. Heute weiß er, warum ihm für die Ausübung seiner Tätigkeit wichtige Informationen durch seine Chefin bewusst vorenthalten wurden. Die wollte eine Freundin von ihr auf diese Position haben und die hat mich dann dementsprechend nicht geschult. Und ja, mir wurden viele Sachen nicht gesagt. Ich habe es nach meinem besten Wissen und Gewissen dann gemacht bei dieser Firma, mein Job. Und ja, man kann einfach nicht, man schafft es nicht, wenn man jemanden vom ersten Tag gegen sich hat, schafft man das nicht, sich dort zu integrieren, weil es wird wirklich jedes Staubfutzel gesucht und dann eben aufgewirbelt und dann geht es einfach nicht. Weil du fällst in eine Depression oder das Burnout fängt dir an und da bist du dann schon in der Depression drinnen, dass du dich einfach nicht wehren kannst gegen diese Ungerechtigkeit, die passiert im Moment. Ich weiß, es ist schwierig zu verstehen. Wir sind oft nur kleine Worte oder Handlungen, da ignorieren ist ganz schlimm. Wenn man das Gespräch sucht und man kriegt keine Antwort, das ist, wenn man da ja eigentlich mit seinem Problem sitzen bleibt und es hat keiner Ohr dafür und du kannst machen, was du willst. Intern in der Firma bin ich dann immer da gestanden wie der Vollidiot, der eh nichts auf die Reihe bringt. Aber draußen die anderen Rückmeldungen gekriegt habe, jetzt dann eh schon geschwächt und verunsichert, hast du dann, du hast einfach die Energie nicht, dass du da wirklich Aktionen setzt, dass du die wehrst. Ich komme immer wieder so hören zurück. Es geht da wirklich einmal, dass man sich wirklich wehrt gegen solche Menschen, die einen wirklich so ja, unterdrücken und in einen Dreck einziehen, der nicht steht dafür. Besonders viele kommen zur Selbsthilfegruppe aus dem öffentlichen Dienstleistungsbereich. Ein Grund dafür könnte laut Experten darin bestehen. Im öffentlichen Bereich gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten, Menschen zu kündigen. Und insofern scheint das ein Mittel zu sein, unkündbare Menschen aus dem Betrieb zu verdrängen. Wobei ich gern an der Stelle, weil wir ja über Führung sprechen, sagen würde, Mobbing ist ein Führungsthema. Ja? Und es ist ein sehr eindeutig ein Führungsthema. Alle wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten 20 Jahre sagen uns das. Fast in allen wissenschaftlichen Untersuchungen sehen wir, dass eine relevante Größe die Struktur der Organisation und die Führung ist. Und ich traue mich hier ungeschaut zu sagen, dass wenn eine Führungskraft sich deutlich positioniert in Bezug auf Mobbing und auch deutlich artikuliert, dass er oder sie nicht bereit ist, Mobbing zu dulden und Mobbing auch sanktioniert, bei gleichzeitiger Etablierung eines guten Konfliktmanagements und angemessenen Rahmenbedingungen, dass Mobbing in sehr geringem Ausmaß dann in diesen Firmen stattfinden werden. Also das eine ist, kein Unternehmen mobbt absichtlich üblicherweise, aber diese Nachlässigkeit, mit dem zum Beispiel Strukturen verändert werden, ohne dass man sich genau überlegt, was bedeutet das für die Menschen, die da drin sind und können die damit, wenn wir plötzlich ihre Arbeitsfelder verändern und dann macht der, der heute das gemacht hat, das, was sein Nachbar gemacht hat. Also dieses Herumgeschiebe von Menschen, als ob sie Schachfiguren wären, ist ungünstig und wird aber ganz häufig ganz ohne große Gedanken schwere getan. Und das Unternehmen selber hat unglaublich viel Gewinn, wenn es sich dafür einsetzt, dass Mobbing erstens gar nicht passiert und wenn es passiert, dass es gut gemacht wird und auch geahndet wird. Dass man ganz klar sagt, in unserem Unternehmen hat Mobbing keinen Platz.
Wenn das ein Unternehmen sagt, dann hat es loyale Mitarbeiter, dann hat es eine weniger Mitarbeiterfluktuation, es hat weniger teure innerliche und äußere Kündigungen. Also es wäre empfehlenswert für jedes Unternehmen, sich um dieses sehr, sehr wichtige Thema zu kümmern. Es ist keine Nebenerscheinung. Grundsätzlich sind Konflikte, Meinungsverschiedenheiten und Streitsituationen nichts Außergewöhnliches und treten überall dort auf, wo Menschen zusammenkommen und vor allem zusammenarbeiten. Mobbing ist aber keine Konfliktlösung, sondern die absolute Eskalation, die mit zerstörerischen und destruktiven Mitteln die Ausschaltung des Betroffenen erreichen möchte. Der Salzburger Professor Friedrich Glasl ist ein international anerkannter Konfliktforscher und entwickelte ein neunstufiges Konfliktmodell. Anhand von Karikaturen hat er dieses auch zeichnerisch veranschaulicht. Es gibt erst sowas wie die Flitterwochen. Man freut sich, schätzt einander und so weiter. Und dann treten die ersten Phänomene auf, Stufe 1 Verhärtung. Ich fühle mich nicht richtig verstanden, wiederhol was, die Gegenseite auch, werde ungeduldig, legt was bei und so weiter. Es geht nicht mehr so locker, so glatt. Und da wäre es wichtig, an einer solchen Stelle zu sagen, Moment, bevor sich das weiter noch so verhärtet, verkrampft, wie war das genau, also durch richtiges Nachfragen, wie haben Sie das gemeint? Ich habe es so und so verstanden, also dass man über das Verstehen miteinander auch ins Gespräch kommt und nicht weitermacht und seinem Ärger Lauf lässt. Zweite Stufe wäre dann Debatte, Polemik. Und das heißt, jetzt wird eigentlich ein verbales Ping-Pong-Spiel gespielt. Es ist oft sehr verführerisch zu sagen, ah, jetzt werde ich Ihr Beispiel ins Extrem ziehen und sagen, es geht nicht, denn und so weiter. Die dritte Stufe ist dann schon schlimmer, nämlich man verlässt sich nicht mehr darauf, dass ich den anderen im Gespräch erreiche, überzeuge. Ich muss einfach tun, was ich wichtig finde. Und man konfrontiert einander mit vollendeten Tatsachen. Das ist dann, wenn man im Mobbing zum Beispiel sagt, die übergehen wir, die kriegt keine Information oder der schieben wir die unangenehmen Sachen zu und die lassen wir in der Ecke stehen und so weiter. Also die verbale Kommunikation leidet sehr darunter. Dann geht es weiter und da fängt man oft an, erst Mobbing wahrzunehmen. Nämlich, dann entstehen so Bilder. Ich bin ja die Fleißige, aber das sind die Drückeberger und so weiter. Oder ich bin teamfähig und die schließt sich da aus. Da entstehen dann positive Bilder von sich selbst auf allen Seiten und negative Bilder, Klischees, Generalisierungen, Pauschalisierungen. Die ist immer so und die macht nie so und so weiter. Und jetzt wird es sehr dramatisch und sehr oft kommt dann erst so das Stichwort Mobbing auf, nämlich die sind völlig auf Manipulation aus. Ich werde verraten, hintergangen. Wir sind auf der Stufe 5, wo es jetzt darum geht, nicht nur einander irgendwelche Fehler, Inkompetenzen, mangelndes Wissen, Können nachzusagen oder nachzuweisen. Also wirklich die moralische Integrität ist jetzt angeschlagen, die Vertrauenswürdigkeit. Immer noch Stufe 5. Wenn das passiert ist, dann Stufe 6. Das heißt, reden bringt sowieso nichts. Mit dieser Person, die ich nicht vertrauenswürdig finde, irgendetwas auszuhandeln, bringt nichts. Ich stelle jetzt Forderungen. Wenn das nicht erfüllt wird, dann aber werde ich dich schon spüren lassen. Dann wirst du dafür büßen müssen. Also Stufe 6, Drohstrategien. Druck erhöhen, erpresserisches Handeln. Es ist jetzt schon viel, viel schwieriger, weil solange die Vertrauenswürdigkeit nicht gegeben ist, heißt es immer, mit der kommt nicht in Frage, die muss weg, die schädigt uns. Stufe 7 ist dann, aber jetzt werde ich dir ganz gezielt Dinge antun, du wirst dafür büßen, ich werde dir Schaden zufügen. Und dann kann das heißen, da wird jemand irreparabel wirklich beschädigt. In den Berufschancen, Einkommen und so weiter. Stufe 8 ist dann, dass man nicht nur versucht, gezielt etwas an Schaden zuzufügen, sondern jetzt geht es ums Ganze. Jetzt, die Person darf auf keinen Fall mehr irgendwie zurück ins Berufsleben. Die kann von mir aus emigrieren oder irgendwie, die wird in den Konkurs getrieben. Also wirklich totale Vernichtung, Stufe 8. Und Stufe 9 ist, wenn der Wahnsinn so weit getrieben wird, dass ich bereit bin,
meine eigene Zerstörung, meinen eigenen Untergang in Kauf zu nehmen, wenn ich nur die Gewissheit habe, sie überleben das nicht. Physisch, körperlich oder wirtschaftlich oder psychisch. So, die kriege ich noch in die Psychiatrie. Nach einem erfolgten und erfolgreichen Mobbing sind für die Betroffenen eine psychotherapeutische Begleitung, Gespräche mit anderen Menschen und sichere Rückzugsorte hilfreich, wieder Selbstvertrauen und Lebensmut zu gewinnen. In Seminaren und bei Meditationsveranstaltungen versucht der Theologe und Psychotherapeut Dr. Arnold Metnitzer, den Betroffenen wieder Zutrauen zu ihrer eigenen Person zu vermitteln und betont, wie wichtig es ist, eine wohlwollende Umgebung zu schaffen für Menschen, die Opfer von Mobbing wurden. Im Stift Melk, bei einer Seminarveranstaltung, treffen wir den gefragten Mediator und Seelsorger, dem es bei seinen Veranstaltungen auch darum geht, dass Menschen sich wieder in ihrer Gesamtheit und mit all ihren Gefühlen und Bedürfnissen wahrnehmen und annehmen können. Denn Mobbing ist seiner Meinung nach ein Prozess des Ausgestoßenwerdens und Ausgeschlossenseins. Und genau das ist für uns Menschen nicht erträglich. Also grundsätzlich, und so begegnet mir dieser Begriff immer wieder, geht es darum, dass jemand schmerzlich erfahren muss, dass er nicht mehr mitspielen darf. Und seit Kindesbeinen an ist es unsere große Leidenschaft, dazuzugehören und mitzuspielen. Und wenn mir nach und nach, so dass ich es nicht fassen kann, dass ich es aber täglich spüre, mitgeteilt und zu verstehen gegeben wird, dass ich nicht erwünscht bin, dass ich nicht mitspielen darf, dass ich nicht Teil eines größeren Ganzen bin, dass ich dort, wo ich bin, nicht willkommen bin, dann tut das weh. Und dann leidet nicht nur die Seele eines Menschen, sondern dann wird das auch somatische Konsequenzen haben. An der Innsbrucker Universität lehrt und forscht Professorin Tatjana Schnell in Bezug auf die Sinnerfüllung in unserem Leben. Auch sie kommt zu der Erkenntnis, dass soziale Zugehörigkeit der wesentliche Faktor ist und meist entscheidet, ob wir unser Tun als sinnerfüllt oder sinnlos erleben. Wenn wir arbeiten, dann ist unsere Arbeit häufig ein Ort, wo wir den Großteil unseres Lebens verbringen. Wir investieren da rein, wir engagieren uns und wenn wir dann das Gefühl haben, wir gehören gar nicht dazu, dann ist das ein starker Widerspruch. Wir können ja auch nicht aufhören, dort mitzutun. Was dann häufig geschieht, ist dieser innere Rückzug. Und das ist dann ja, verknüpft mit Erleben auch von Sinnlosigkeit, wenn ich das Gefühl habe, ich gebe viel von mir, aber ich werde gar nicht wertgeschätzt und anerkannt. Es hat sich auch in unserer Forschung gezeigt, dass die Zugehörigkeit ausgedrückt werden kann in einer soziomoralischen Atmosphäre, wie mein Kollege Wolfgang Weber das nennt. Und es ist ein Umgang am Arbeitsplatz, ausgedrückt darin, dass er partizipativ ist, alle dürfen mitreden, dass er wertschätzend ist. Also von jeder Person wird wahrgenommen, was sie tut für das Ganze und dass sie offen ist und nicht Konflikte ignoriert, sondern auch offen diskutiert. Und dadurch kann Zugehörigkeit gestärkt werden und auch Konflikte offen ausgesprochen. Also das, was Mobbing auch verhindern kann. Sinnforscher wie Tatjana Schnell unterscheiden hierbei ganz strikt zwischen den Begriffen Glück und Sinn im Leben eines Menschen. Ist erstere nicht so entscheidend für das Funktionieren einer Gemeinschaft, gilt das Erkennen von Sinn im eigenen Tun als unabdingbare Voraussetzung für eine Arbeits-, Beziehungs- und Lebenszufriedenheit. Wenn wir aber genau hinschauen, dann heißt Glück für uns
dass wir möglichst viel Angenehmes erleben und möglichst wenig Leid. Das ist das allgemeine Verständnis von Glück. Und mit Sinn ist es ganz was anderes. Aufgrund der theoretischen Analysen und Befunde, die wir bisher haben, kann man sagen, dass eigentlich vier Merkmale ganz wichtig sind für Sinn. Das ist einerseits die Stimmigkeit, die Kohärenz. In unserem Leben passen die verschiedenen Dinge zusammen. Es ist die Bedeutsamkeit, das, was ich tue, hat Konsequenzen. Es ist die Orientierung, das heißt, dass ich eine bestimmte Richtung in meinem Leben verfolge. Und als letztes die Zugehörigkeit, dass ich das Ganze nicht vereinzelt und isoliert tue, sondern das Gefühl habe, ich bin Teil irgendeines größeren Ganzen, wo ich Verantwortung habe, wo ich in gewisser Weise auch gebraucht werde. Und diese vier Dinge, die sind relativ anspruchsvoll und gehen nicht immer mit angenehmen Erlebnissen einher, weil sie bedeuten, dass man in Entscheidungssituationen das wählt, was für mich das Richtige ist, was zu meiner Orientierung passt und nicht das, was im Moment mehr Lust bringt. Es geht, wenn Menschen mit Menschen zu tun haben, immer um Kooperation. Wir sind kooperative Wesen. Wir sind auf Kooperation hin angelegt. Und die mehr, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf wäre, ist ein Irrtum und ein zu schnell verstandener Darwinismus. Nach nichts hat ein Mensch so sehr Sehnsucht wie danach, von einem anderen Menschen als Mensch wahrgenommen zu werden. So dass Joachim Bauer sogar den kühnen Satz sagt, der Mensch ist eine Beziehungsbestie. Und im Grunde geht es darum, geliebt zu werden. Und bei allem, was wir tun, tun wir es, damit wir Resonanz erzeugen, damit wir einen anderen auf das, was wir tun wollen und tun können, aufmerksam machen, damit wir miteinander gemeinsam mehr zusammenbringen, als nur die Summe unserer Einzelteile zusammenzuzählen. Und daraus zu staunen, was Gemeinschaft kann und von daher den Nutzen für alle zu ziehen. Tatsache und eine menschliche Grunderfahrung ist aber, dass wir ständig Gefahr laufen, unverstanden zu sein. Ausgegrenzt und eben nicht geliebt zu werden. An Schulen wie hier an der Wiener Friesgasse wird Mobbing bereits im Unterricht thematisiert und die Mechanismen von Mobbing von eigens ausgebildeten Lehrern den Schülern nähergebracht. Was glaubt ihr, Mobbing? Gibt es das noch in der Schule? Nein, überall. Wo zum Beispiel? Zu Hause. Ja, aber nachher, ja, Daniel. Mobbing ist für mich, wenn man jeden Tag diskriminiert wird oder beleidigt wird oder irgendwie schikaniert wird auch. Mobbing ist für mich einfach, dass man jemanden sehr leicht verletzen kann und auch innerlich. Also. Wenn Leute eine andere Person fertig machen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Charakter oder so. Mobbing ist Leute einfach aufgrund irgendeiner Tatsache auszuschließen und nicht mehr mit ihnen zu reden und Vorurteile oder irgend sowas. Für mich ist Mobbing, wenn man einfach jemanden runter macht, ohne dass er was jemanden angetan hat. Mobbing an Schulen ist eine bekannte und existierende Größe, weiß Magistra Nicola Hahn, selbst seit Jahren in der Mobbingprävention tätig. Allein auf dich zukommt und sagt, ey du Kleiner. Mhm. Da bin ich noch nicht ganz einverstanden, aber du empfindest das jetzt so als Mobbing? Ja? Uns ist wichtig, dass wir einerseits schauen, Mobbing jedenfalls zu verhindern, wenn es geht und wenn es Mobbing gibt, zu bemerken. Ja? Und das Wichtigste ist dabei, dass möglichst viele Menschen wissen, was Mobbing ist, erstens, wie es funktioniert. Weil Wissen über ist schon mal die halbe Miete. Wenn ich weiß, wie das geht, warum die Leute das machen und wie das entsteht, entsteht es weniger wahrscheinlich. Abgesehen davon müssen Schülerinnen wissen, was sie tun, wenn es passiert. Das heißt, wir haben ein klares Helfersystem aufgebaut hier in der Schule und alle Schülerinnen werden immer wieder erinnert. Es gibt die Vertrauenslehrer, es gibt die Peer-Schülerinnen, die Peer-Mediatoren, es gibt die Peer-Mediationscoaches und so weiter. Man kann sich Hilfe holen, wenn man sie braucht. Das ist uns entscheidend und darum kommt das immer wieder in verschiedensten Varianten, was man beim Mobbing tun kann. Spielerisch nähert man sich hier dem Thema an. Auch im Wissen, dass Schüler und Jugendliche einerseits sehr brutale Mobber sein können, andererseits aber auch im Wissen, dass Erkennen von Mobbing und Maßnahmen dagegen nicht nur hier im Schulalltag entscheidend sind, sondern auch das soziale Grundwerkzeug für später in anderen sozialen Gemeinschaften und an der Arbeitsstelle darstellt. So, schaut euch dieses arme Schwein an, die so sitzt da ganz alleine. Sie ist voll behaart, Alter. Schau mal, sie. Das schaut aus wie ihr Leben.
Dank. Bitte, ja, schau dir mal diese... Ja, schau, er versucht auch noch, sich zu berechtigen. Das ist so blöd. Oh, Leute, gehen wir hier was einkaufen. Das schau, wie sie schier. Sie hat Läuse, die fliegen da um. Komm her, sonst bekommst du auch welche. Ja, wirklich. Ja. Schaut euch mal diese Kappe an, bitte. Versteh ich, von wer hat die? Die von Kik oder was? Ja. Das haben nur Kindergartenkinder her. Und stinkt tut's, wahnsinnig mir wirklich die Schnitte. Ja, das riech ich auch in der Stunde immer. Was? Dann könnt ihr weggehen. Du kannst selber weggehen. Ja, wirklich. Wir brauchen dich nicht in der Klasse. Du mutest uns da was zu, nicht so ein Mobbing-Opfer. Du wirst noch mehr gemobbt. Oh mein Gott. Und nach der Schule wirst du eh sehen. Das Thema Mobbing kommt immer recht gut an und Anführungszeichen im Sinn von, es macht betroffen. Und das wird, man kann davon ausgehen, dass jeder Mobbing schon erlebt hat und jeder das sehr unangenehm bis verletzend bis zerstörerisch erlebt. Und was wir natürlich am liebsten tun, dann in so einem Fall, ist Rollenspiele zu machen. Das wir testen aus. Wir spielen typische Situationen an. Methode Forum Theater zum Beispiel. Wir gehen ins Rollenspiel, in Rollen, das ist ganz wichtig, dass es Rollen sind und dass man nicht sich selber spielt und probieren dann aus, was geht, was hilft. Man kann damit gut spüren, wie geht's dem Täter, wie geht's denen, die betroffen sind, wie geht's denen, die zuschauen, müssen oder wollen und welche Möglichkeiten hat man, die manchmal größer sind, als die Leute glauben. Alles, was im sozialen Bereich ist, muss ich ausprobieren, in einem Rollenspiel am besten, muss ich ausgetestet haben, das kann man nicht über den Kopf lernen. Das muss ich tun, das muss ich spüren, muss ich erleben. Das muss ich einfach in diesen Situationen. Und dann wird es mir wahrscheinlich auch eher einfallen, wenn ich dann in so einer Situation stehe, dass ich dann sage, ah, oder etwas in mir auftaucht und dann kann ich vielleicht handeln. Das wäre die Hoffnung und das Ziel. Auf universitärer Ebene werden zukünftige Psychologen und Pädagogen in diese Richtung ausgebildet. Mobbing zu erkennen und Handlungsmöglichkeiten dagegen zu erarbeiten, um letztlich Mobbing zu verhindern, ist für diese jungen Psychologiestudenten an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Rüstzeug für ihren zukünftigen Beruf. Du denkst, dass du vielleicht selber schuld bist. Und ich als Täter habe die Gruppe so manipuliert, dass ihr am Ende den Christian und die Kathi ausgeschlossen habt. Und so findet es dann auch in der Schule statt. Der Täter instrumentalisiert die Gruppe, um sein Ziel zu erreichen, nämlich Dominanz und Status. Mobbing kann auch dadurch entstehen, dass die Gruppe keinen festen Zusammenhalt hat und das Opfer sozusagen der Sündenbock und das Bindemittel dafür wird. Das bezieht sich auch wieder auf die erlernte Hilflosigkeit, dass man einfach sich von allem isoliert, zurückzieht und auch vielleicht Kontakte, die noch irgendwo wären, einfach aufgibt, weil man auch da wieder Angst hat, dass es einfach nicht funktioniert. Ich glaube, man müsste versuchen, das Mächteungleichgewicht in der Klasse einfach zu durchbrechen und zwar einfach an denen anzusetzen, die eben daneben stehen und nichts machen, weil die ja eigentlich sozusagen auf der guten Seite der Macht eigentlich den Täter zuwiderlaufen könnten. Also sie wären dann halt nicht der Klebstoff sozusagen, die den Täter stützen. Sehr schön. Also du hast es gerade genauso gesagt. Auch wer nichts macht, macht mit. Dadurch, dass die Assistenten eben nicht eingreifen, nicht intervenieren, verstärken sie den Täter dadurch, dass sie eben ihm zeigen, wir sanktionieren dein Verhalten nicht und für uns ist es in Ordnung, dass du dieses Verhalten in unserer Gruppe zeigst. Universitätsprofessorin Mechthild Schäfer ist in Deutschland die Expertin für Mobbing bei Kindern und Jugendlichen und erreichte durch ihre Bücher und anderem dem vielbeachteten Fachbuch »Wenn Kinder Kinder fertig machen« eine breite Öffentlichkeit. Man kann erklären, dass es ungefähr 30% einer Population gibt, die mehr nach Dominanz streben als andere. Ist evolutionsbiologisch außerordentlich sinnvolle Angelegenheit, sonst wird es uns nicht mehr geben. Das heißt also, es gibt einen Täter mit dem Motiv Dominanz, was noch völlig in Ordnung ist. Es gibt ein Bestreben zu explorieren, das heißt, ich komme in einen Kontext und versuche, ob ich dort Macht bekommen kann. Explorieren bedeutet auch zu gucken, wie weit kann ich gehen. Aggression, eine super coole Strategie, wahnsinnig schnell, funktioniert fast immer. Um Dominanz zu erlangen, ist eine der Strategien, jemanden zu suchen, an dem man zeigen kann, dass man sich alles erlauben kann. Das heißt, ein Opfer wird ausgesucht, das passendste. Sie können zwei Kinder mit gleichen Schwierigkeiten oder Stärken haben in der Klasse. Der Täter wird nur eins aussuchen, nämlich das, was am leichtesten rauszuschießen ist aus der Klasse. Und wird sich dann sukzessive versuchen, die Gruppe zu manipulieren. Das heißt, er hat einmal die Assistenten, das sind die Wasserträger, die halt allen Scheiß mitmachen, es auch noch irgendwie cool finden. Die Verstärker, die daneben stehen, ungefähr 25% Defender, Verteidiger.
das sind die guten Menschen in der Klasse, die die Klassensprecher werden, die, die moralisch zum Beispiel auch eher auf die Gruppe orientiert sind, das heißt denen das Wohlgefüge in der Klasse bedeutsam ist. Und wir haben Außenstehende, ungefähr 25%, die lange Zeit immer nur, ja, die drehen sich weg. Also wer nichts macht, macht mit, war schon etwas, was relativ schwierig in die Köpfe von Kindern und Lehrern hineinzubekommen war. Weil jede Aggression, die nicht sanktioniert wird, entweder von den Mitschülern oder von den Lehrern, ist ja einem, auf Basis derer ein aggressives Kind weitermachen kann. Inzwischen wissen wir von den Außenstehenden eine ganze Menge mehr. Nein, die haben auch verteidigende Fähigkeiten, die machen es eher indirekt. Die könnte man also leicht zu den Defendern dazuziehen und damit hat man jetzt schon fast die Mehrheit, 50-60% in einer Klasse, mit der im Prinzip Intervention gegen Mobbing oder sogar Prävention, dass es gar nicht erst passiert, wunderbar funktionieren könnte aufgrund der Machtverhältnisse, also 30% aggressive, ungefähr 60% nicht aggressive. Wir wissen inzwischen auch, in ein Viertel der Fälle kommt die Intervention direkt aus der Klasse und sie ist in 2/3 der Fälle erfolgreich, also 2/3 dieser 25%. Und sie wird in den Evaluationsstudien inzwischen als die machtvollste Interventionsstrategie angesehen. Also dann, wenn es aus der Klasse kommt, dann funktioniert es, dann wirkt es, dann kann es eben auch nachhaltig sein. Ob Schule oder Arbeitsplatz, Freizeitverein oder Kirchengemeinschaft. Mobbing passiert überall, auf allen Ebenen und zu jeder Zeit. Die einzige Form, dagegen etwas zu tun, ist Experten zufolge eine zweifache. Nicht mitzumachen und es nicht zuzulassen. Das ist theoretisch sehr einleuchtend. Aber in der Praxis funktioniert das nur dann, wenn gegenseitiger Respekt, faires Führungsverhalten und soziale Kompetenz geliebte Werte darstellen. Und da geht es darum, dass wir auf der einen Seite haben ein Recht auf Zugehörigkeit. Wenn wir in einem Unternehmen sind, dann sind wir dort, solange wir dort angestellt sind oder beschäftigt sind, haben wir ein Recht dabei zu sein und dürfen nicht ausgeschlossen werden. Und zwar weder emotional noch fachlich ausgeschlossen. Dass Lehrer, dass Direktoren, dass Firmenleiter, Abteilungsleiter wissen müssen, dass es Teil ihrer Verantwortung ist, für ein Klima zu sorgen, das Kooperation und Wertschätzung und Anerkennung und eine Stimmung verordnet, die letztlich die Produktivität steigert und die dafür sorgt, dass keiner unter den Rost oder durch den Rost fällt und dass keiner links liegen gelassen wird. Empört euch, gehört euch und liebt euch und widersteht.